Hey und herzlich willkommen bei The Nosy Rosie. Es ist endlich wieder Mittwoch mit der Mia. Ich muss mich entschuldigen, ich habe jetzt einige Wochen ausgesetzt, weil ganz viel einfach bei mir passiert ist. Familie, Ausbildung und es ist am Ende einfach nur noch im Stress. Also ich nur im Stress war und gar keinen Kopf dafür hatte und mir einfach eine Auszeit nehmen musste. Genau, dazu war ich 2 Wochen im Urlaub, was ja super zum Thema passt. Wie war mein Sommer? Ja, was habe ich denn so in meinem Sommer gemacht? Also erstmal ganz viele Festivals mit der Band, mit meinen Jungs. Also ich weiß nicht, ich könnte mir eigentlich so nichts Schöneres irgendwie im Sommer vorstellen, als irgendwie mich mit meinen Jungs in den Bus zu setzen, auf ein Festival zu fahren, dort eine geile Show abzuliefern, neue Leute kennenzulernen, neue Bands vor allem, oder einfach so auf ein Festival fahren und mir einfach bekannte Bands anschauen. Also das gehört definitiv für mich jeden Sommer dazu, entweder selbst auf Festivals zu fahren, also privat oder mit der Band. Das ist einfach so, ich glaube, so immer die Highlights des Sommers irgendwie so Festival und ja, genau. Dann war ich auf dem CSD in Stuttgart mit der Hanna, was mich auch sehr gefreut hat, weil ich die Hanna nach circa 1,5 Jahren endlich mal wieder gesehen habe und ja, wir mal wieder feiern konnten, uns einfach mal wieder privat unterhalten und nicht irgendwie über Facebook, über Telefon. Genau, dann hat es mich natürlich gefreut, euch kennenzulernen. Sam uns, mich, ja, einige auf dem CSD angesprochen und ja, das ist jedes Mal irgendwie wieder cool, euch kennenzulernen, weil wann gibt es schon mal die Chance? Wann sehe ich euch schon mal? Eigentlich nie, bis auf CSD. Genau, dann war ich eine Woche später privat auf einem Festival, auf Minirock mit der Denise. Das war auch total lustig. Wir hatten auch super Wetter, wirklich nur Sonne. Dazu dann das erste Mal Denise live und in Farbe gesehen, getroffen, was auch total lustig war. Und ja, wir kamen aber leider nicht irgendwie zum Film, weil wir die Kamera nicht wirklich mit aufs Gelände nehmen wollten. Alles deswegen gibt es davon nur ein paar Bilder. Also ich werde euch am Ende dann noch so ein paar Videos, paar Bilder einfach von meinen Sommeraktionen zeigen, reinstellen, whatever. Genau. Ach ja, zum CSD nochmal. Die Hanna wird noch ein Video über den CSD Stuttgart posten. Deswegen wird da nichts von mir, also werde ich nichts onstellen. Genau. Dann war ich 2 Wochen, wie gesagt, im Urlaub. Ich hatte so nichts Großartiges für meinen Urlaub geplant oder bin irgendwie ins Ausland gefahren, sondern ich habe den Urlaub in erster Linie genutzt, um einfach mal wieder runterzukommen, um neue Kraft zu tanken. Und ja, ich habe es dann einfach so gemacht, ich bin nach Lust und Laune quer durch Deutschland gereist, habe Freunde, Bekannte, Verwandte besucht, alles Mögliche. Haben mir aber auch Zeit für mich genommen. Dazu gab es dann auch ein Nosy-Rosy-Treffen in Bremen. Genau, also ich wollte sowieso mal nach Bremen und es hat sich einfach angeboten. Da wollte ich mich eigentlich mit der Duni treffen. Und da kamen wir eben auf die Idee, hey, wieso machen wir da nicht gleich so ein Nosy-Rosy-Fan-Treffen? Und wir so, naja, okay, mach mal. Und ja, ich saß schon im Zug, war schon fast in Bremen, als ich eine SMS bekam von der Duni, wo sie meinte, du Mia, tut mir leid, aber ich muss arbeiten.
So. Klasse, dachte ich mir. Ich also nun das zweite Mal nach 4 Jahren in Bremen und ich hatte absolut keine Ahnung. Bis ich erstmal den Treffpunkt selber gefunden hatte, das war ja schon ein Abenteuer für sich. Und dann kamen ja immer mehr Leute, also immer mehr ihr, ja? Und ich so, oh nein! Und ich, also mein Glück war, dass echt ein paar dabei waren, die sich in Bremen ausgekannt haben und dann so mehr oder weniger die Führung übernommen haben, weil ich hätte nicht mal gewusst, wie man in die Stadt reinkommt. Deswegen danke. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben uns ein bisschen Bremen angeschaut. Abends sind wir noch in Pub gegangen. Geredet, Spaß gehabt. Also es war auf jeden Fall sehr cool. Das war echt mit einer der coolsten Urlaubstage überhaupt. Also vor allem, es war irgendwie so cool, was ich halt jetzt noch im Nachhinein mitbekommen habe, dass die, die bei dem Treffen mit dabei waren, wir haben uns eigentlich echt alle voll gut verstanden und ganz viele haben untereinander jetzt noch Kontakt. Also so ein Fan-Treffen ist nicht nur irgendwie da, dass ihr mich mal in Farbe seht oder ich euch, sondern dass sich da auch echt Freundschaften schließen können untereinander. Also das fand ich richtig cool. Ja, und sonst habe ich eigentlich versucht, so gut wie möglich das Wetter zu genießen. War viel draußen, Motorradfahren, Biken, Skaten, irgendwie am See, dann mit Freunden grillen. Und ich war noch in einem Freizeitpark mit einem Kumpel. Und zwar im Skyline Park in der Nähe von München ist der. Da haben wir uns aufs Motorrad gesetzt, sind hingefahren, den Tag im Freizeitpark verbracht und abends wieder mit dem Motorrad heim. Also es war einfach nur Action pur der Tag. Ja, genau. Das war's auch schon wieder von mir für diese Woche. Mehr war nicht in meinem Sommer los. Jetzt folgen noch die Bilder. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Sonntagmorgen 7 Uhr, ich lieg schon wieder wach. Der Teufel lacht mich an und er macht einfach meine Lieder schwach. Eine Träne, die erklärt, warum ich ständig solche Lieder mach. Sonntagmorgen 7 Uhr, ich lieg schon wieder wach. Meine Seele sucht den Menschen, der sonst mit mir ist. Ich atme, doch ersticke, ich brauch Hilfe, ich vermisse dich. Ich blicke auf dein Foto, nehm es zu mir und ich küsse dich. Meine Seele sucht den Menschen, der sonst mit mir ist. Tausend Sorgen und ich glaube, ich zerbrech daran. Ich wünsche mich zurück und zwar dahin, wo wir noch gestern waren. Zweisam, glücklich, Baby, es war mein bestes Jahr. Tausend Sorgen und ich glaube, ich zerbrech daran. Ich habe Kummer und ich rufe, doch du hörst es nicht. Ich erfriere hier im Dunkeln und du fehlst mir, denn du wärst mein Licht und keiner, der mich tröstet, was ganz ehrlich gerade am schwersten ist. Ich habe Kummer und ich rufe, doch du hörst es nicht.